Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Lesezeichen Friedensgeschichten in drei verschiedenen Traditionen. Dazu begrüßen wir sehr herzlich Michael Kößling, der ist Pfarrer der Mariensophiengemeinde der Vereinigten jetzt, so ist das, und vertritt heute Gregor Hoberg, der zurzeit in Italien ist. Neben mir sitzt Kadir Sanchi, sozusagen eigentlich unser Hausherr hier. Er ist der Imam und er ist der Imam im House of One, der mit Gregor Hoberg und mir zusammen im Präsidium sitzt und ich selber bin Andreas Nachhammer, Rabbiner der Synagogengemeinde Sukkot Shalom in Charlottenburg. Friedensgeschichten, Schöpfungsgeschichten sind deshalb so schön, weil sie übersichtlich sind. Also es gibt nicht so sehr viele. In der hebräischen Bibel und auch in der Alten Testament sind es eigentlich zwei. Und die eine fängt an mit dem Anfang, schuf Gott den Himmel und die Erde. Bereshit bara Elohim, Tashamayim vet haaretz. Und dann gibt es wie Osten Sacken, ein bedeutender Theologieprofessor, ein evangelischer Theologieprofessor, der vor einiger Zeit gestorben ist, der dieses Institut Kirche und Judentum hier an der Humboldt-Universität betrieben hat und es ursprünglich mal in Dahlem gegründet hatte. Wie er gesagt hat, es gibt schöne Geschichten und es gibt wahre Geschichten. Und es gibt richtige Geschichten. Also ich fange mal mit der schönen Geschichte an. Das ist die hebräische Quadratschrift, in der das Hebräische notiert ist. Und tatsächlich, der erste Buchstabe ist fast ein Quadrat, das nur in Leserichtung nach vorne offen ist. Und dazu gibt es dann die schöne Geschichte, dass man sozusagen, wenn man dieses Buch aufschlägt, weiß, was im Himmel ist, nämlich Gott. Man weiß, wie die Erde geschaffen wurde, nämlich durch Gott. Und man weiß, was zurückliegt, nämlich am Anfang war Himmel und Erde. Also sozusagen, wir kennen die Geschichte von Anfang an, von hinten an, können nach vorne, ist sie immer offen. Der Buchstabe Bet ist nach vorne offen. Also, was sozusagen auf uns zukommt, das ist etwas, was immer wieder neu ist. Und dieses immer wieder neu führt auch dazu, dass diese Schöpfungsgeschichte einmal im Jahr im Lesezyklus der jüdischen Gemeinden gelesen wird. Das ist ungefähr mal jetzt, war letzte Woche, also immer nach diesen jüdischen Herbstfeiertagen. Da beginnt der Lesungszyklus von neuem und da beginnt man dann sozusagen die Bibel neu zu lesen und man liest sozusagen mit dem Blick nach vorne offen. Das heißt, weil man sich ja in dem Jahr hoffentlich zum Besseren, aber auf alle Fälle verändert hat, weil man sich also verändert hat, liest man den Text eigentlich auch immer wieder anders. Und ich will das mal so sagen, gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir Zeuge einer schrecklichen Gewaltspirale werden, ist zum Beispiel der Begriff Frieden schon wieder ganz anders zu verstehen als noch vor einem Jahr, als wir über Frieden auf unserem Kontinent gerungen und gestritten und gekämpft haben. Und wenn man das mal 5 Jahre zurückdenkt, dann war Frieden sozusagen eigentlich was, was in Europa gesetzt und gegeben war, schon viele Jahre da war. Also man sieht, jeder Begriff ist sozusagen immer wieder neu. Also wie auch immer, es ist am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde war öd und wüst, tohu wa bohu, das ist ein Wort, ein hebräisches Wort, das auch in die deutsche Sprache ja Eingang gefunden hat und eben dieses Wüste und Ungeordnete zum Thema macht und tatsächlich sozusagen sagt, eben diese Schöpfungsgeschichte am Anfang war die Erde eben ungeordnet. Und Finsternis auf der Fläche des Abgrunds und der Geist Gottes schwebend über der Fläche der Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und normalerweise wird das immer mit Sonne, Mond und Sterne in Verbindung gebracht. Ist aber nicht so. Die Sonne, Mond und Sterne, das kommt erst viel später. Die haben einen eigenen Schöpfungsschritt. Also ist dieses Licht
sozusagen eben nicht das Licht der Sterne, nicht Tag und nicht Nacht, sondern es ist das Licht der Erleuchtung. Am Anfang also schuf Gott die Erleuchtung. Im Englischen kommt das ganz gut rüber, da heißt Aufklärung auch Enlightenment, Erleuchtung. Und so in diesem Sinne muss man das hier oder sollte man das hier verstehen. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Daher kommt auch ein Stück, wir alle kennen das aus der Umgangssprache, die finsteren Tage des Mittelalters. Also sozusagen da, wo keine Aufklärung ist, wo keine Erleuchtung ist, da ist Finsternis. Das wird in dem Bamberg ja auch von vielen Zeitgenossen so kommentiert, dass zwischen 33 und 45 Deutschland in der Nacht sozusagen zu betrachten war. Also der übertragene Sinn ist auch immer da. Und es ward Abend, es ward Morgen und Luther übersetzt der erste Tag. Tatsächlich steht aber da ein Tag. Ein Tag, nicht der erste Tag, ein Tag. Und aus dieser Situation heraus, ein Tag, es war Abend, es war Morgen, ein Tag. Daher kommt die jüdische Tradition, alle Festtage, Sabbat zum Beispiel, aber auch alle anderen Tage, mit dem Vorabend, mit dem Rüstabend sozusagen beginnen zu lassen. Eben, es war Abend, es war Morgen, ein Tag. Also ganz interessant hier die Übersetzung, die ich hier habe von Zuns, Leopold Zuns, der sagt tatsächlich, es war Abend, es war Morgen, ein Tag. Und Gott sprach, es werde ein Ausdehnung mitten in den Wassern, scheide zwischen Wasser und Wasser. Und Gott machte die Ausdehnung und schied zwischen den Wassern, die unterhalb der Ausdehnung und an den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung waren. Das ward also, Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es ward Abend, es ward Morgen, der zweite Tag. Jetzt beim dritten Tag sozusagen aufpassen, weil der dritte Tag der Schöpfung ist der einzige Tag der Schöpfung, wo es zweimal heißt und Gott sah, dass es gut war. Ja, das einmal am Anfang und einmal am Ende. Und daraus hat sich sozusagen eine Geschichte entwickelt, die ganz prägend ist für das Judentum. Also erstens wurde noch im 19. Jahrhundert in aller Regel dienstags geheiratet, weil es doch ein masseldicker Tag ist. Da sagt Gott zweimal, es war gut. Also es ist ein besonders schöner Tag. Ja, da wird dienstags geheiratet. Und da man ja früher Hochzeiten viel länger gefeiert hat als heute, da geht das bis Mitternacht oder vielleicht noch eine Stunde nach Mitternacht, dann ist vorbei. Früher war es eine Woche oder eben, als man das dienstags gemacht hat, von Dienstag bis zum Schabbat, also zweieinhalb, drei Tage, eben nicht mehr eine ganze Woche, sondern schon ein bisschen weiter kondensiert. Also der Dienstag, ein masseldicker Tag. Und dazu gibt es eine schöne Geschichte, die Sie in Teilen auch kennen. Also das heißt immer, jemand soll 120 Jahre und ein Mittwoch alt werden. Das basiert darauf, dass man, wenn man schon 120 Jahre alt geworden ist, so wie Moses, dass man dann diesen Dienstag, den masseldicken Tag, nochmal eben mitnimmt. Und dann. Und jetzt gibt es eine ganz interessante Geschichte dazu. Was hat Luther daraus gemacht? Luther hat daraus was gemacht, nämlich ewig, das ist 120, und drei Tage. Ewig und drei Tage, das ist die lutherische Version von dem sozusagen hier von dieser Überlegung zum dritten Tag. Also, und Gott sprach, Moment, wo war ich jetzt? Zweiter Tag, ja. Und Gott sprach, er sammelte sich Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort, es werde sichtbar trocken und es ward alles. Und Gott nannte das Trockene und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Gott sah, dass es gut war. Das war das erste Mal. Und Gott sprach, es lasse hervorsprießen, die Erde gesproß, Kraut Samen bringt, Fruchtbäume, Frucht tragen nach ihrer Art, wo ein Samen ist auf der Erde. Und es ward also, die Erde brachte hervor, gesproß, Kraut Samen bringt nach seiner Art, Bäume Frucht tragen, wo in ihr Samen ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Dritter Tag, zweites Mal. Und es war Abend, es war Morgen, der dritte Tag.
Also man sieht schon, alle anderen Tage außer dem ersten, die sind tatsächlich erster, zweiter, dritter Tag, also geordnet mit der Ordnungskennzahl und mit dem Punkt versehen. Beim ersten ist das nicht so der Fall gewesen. Und das ist, sagen wir mal, schon ein Eingriff gewesen, den der Luther da gemacht hat mit dem ersten Tag, der eigentlich einer gewissen Logik, der einer gewissen Logik zugrunde liegt. Aber wie gesagt, hier mit dem Abend, das war morgen ein Tag, das ist sozusagen ganz prägend für das Judentum dann geworden. Und es seien Lichter an der Fläche des Himmels zu scheiden zwischen dem Tag und der Nacht und sie seien zu Zeichen und Zeiten zu tragen und Tagen und Jahren. Also mit anderen Worten, hier kommen wir schon an etwas, was dann ganz wichtig wird. Also der Mond und die Sonne sind sozusagen die Zeichen für Tage und Jahre. Also beim Tag leuchtet es ja ein, beim Monat, also von Neumond zu Neumond, wenn dann der Mond das ist. Jetzt kommen wir dann zu einem Punkt, der zwischen Islam und Judentum sozusagen ein Stück anders betrachtet wird, weil die Sonne spielt in der jüdischen Zählung auch eine Rolle. Sind zwar die Monate, sind Mondmonate. Und der Mondmonat verliert dem Sonnenmonat gegenüber 11 Tage. Also kann man sich schon leicht vorstellen, pro Monat 11 Tage, pro Jahr 11 Tage. Nach 3 Jahren liegt man einen Monat zurück, über den Daumen gepeilt. Und deshalb ist der jüdische Kalender sozusagen ein Lunisolarkalender, weil spätestens nach 3 Jahren gibt es dann wieder einen Schaltmonat, der eingefügt wird. Da wird sich der verlorene Monat, diese 30 Tage sozusagen, wieder akkordieren. Und deshalb bleiben die jüdischen Feiertage, ungleich den islamischen, die durchs ganze Jahr durchwandern und dadurch auch alle Jahreszeiten irgendwann mal erleben, bleiben die sozusagen ungefähr, sie pendeln ein bisschen, aber sie bleiben im Grunde an ihrer Stelle. Das ist ganz interessant. Klammer auf und Klammer zu, aber ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ostern bestimmt sich ja auch an dem Mondkalender. Am Mond, genau. Ja. Am Mondkalender. Also das ist natürlich das alte Passachfest. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir heute nicht sehen. Und es war Abend, war morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es sollen wimmeln Wasser vom Gewimmel, Leben atmete und Gevögel fliegen über die Erde an der Fläche des Himmels hin. Und Gott schuf die großen Seetiere und alles lebend atmete, das sich regt, wovon die Wasser wimmeln nach seiner Art und alles Gevögel mit Schwingen nach seiner Art. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar, mehrt euch. Und es war Abend, es war morgen, der fünfte Tag. Und es bringe hervor, die Erde lebend atme es nach seiner Art, Vieh und Gewürm und Getier. Also machte Gott das Getier des Landes nach seiner Art und so weiter und so fort. Lasst uns jetzt, kommt das Interessante, Gott sprach, lasst uns einen Menschen machen. Das ist schon mal eine interessante Frage. Ja, christologisch wird die immer gedeutet auf die Trinität hin. Das Judentum hat mit diesem uns, lasst uns, natürlich ein großes Problem. Und dann heißt es eben, das ist Gott mit seinen Engeln. Also der jetzt den Engeln sagt, lasst uns einen Menschen machen. Gut, also so ist das, lasst uns einen Menschen machen. In unserem Bild und nach unserer Ähnlichkeit. Also das heißt, der Mensch ist im Abbild Gottes gemacht. Und sie sollen bewältigen die Fische des Meeres und die Gefühle des Himmels und des Viehs und der ganze Erde. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, jetzt aber wieder im Singular. Also lasst uns einen Menschen machen, aber jetzt kommt es im Singular. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Weib schuf er sie. Das ist ganz interessant, wenn man jetzt dieses Mann und Weib, ist eigentlich männlich und weiblich, Sachar unekeva bara otam, wenn man das ein bisschen anders liest sozusagen,
Da kann man auch sagen, auch das, was wir heute sozusagen als drittes Geschlecht betrachten, Sachar und Nekeva, also männliches und weibliches, er schuf sie zusammen, dass das sozusagen in diesem Schritt auch geschaffen wurde. Zumindest gibt es einige jüdische Theologen, die das so auslegen, und ich finde das eigentlich eine schöne Auslegung, ja, will ich an dieser Stelle mal sagen. Aber der Punkt an der Sache ist eben schon der, hier wird der Mensch eben nicht aus Staub geschaffen, das kommt erst in der zweiten Schöpfungsgeschichte, die unmittelbar anschließend kommt, sondern hier wird er tatsächlich von Gott geschaffen, und zwar männliches und weibliches zur gleichen Zeit, also nicht aus der Rippe und nicht irgendwie nachgeordnet, sondern gleichberechtigt. Und das ist, sagen wir mal, eben genau der Punkt, an dem sozusagen heute auch für jüdische Theologie arbeitet oder sich abarbeitet, weil es in der orthodoxen Vorstellung sozusagen Männer und Frauen sehr stark getrennt sind. Das geht ja bis dahin, dass man sozusagen auch das andere Geschlecht nicht berührt oder nicht den Frauen nicht die Hand gibt. Das ist eigentlich in diesem ersten Schöpfungsbericht nicht drin. Das gibt es alles nicht her. Das ist hier zusammengeschaffen in einem Rutsch. Und man sieht natürlich auch bei den Patriarchengeschichten, dass die Frauen vielleicht nicht die gleiche Bedeutung gehabt haben, aber doch ziemlich gleichberechtigt sind. Also was weiß ich, Kol Asher Tomas Lacha Sarah Shma Bekola, also alles, was dir Sarah sagt, hat dem Abraham von Gott gesagt. Höre auf ihre Stimme, das ist schon ziemlich weitgehend. Also da sieht man das auch, dass das nicht so ist, wie sich das heute einige mit diesen Schwarzhüten vorstellen. Ich will jetzt die anderen Tage der Schöpfung nicht durchgehen, sondern nur noch sagen, der siebte Tag ist dann eben ein besonderer Tag, nämlich an dem ruhte Gott von all dem. Und das ist dann der Sabbattag. Und das ist sozusagen etwas, was ich schon für ganz besonders bemerkenswert halte. Alle anderen Feiertage, fast alle anderen Feiertage, sind schon in der Tora erwähnt oder in der Tora auch definiert. Aber dieser Sabbattag ist sozusagen Teil des Schöpfungsprozesses. Und es ist sozusagen nicht nur Teil des Schöpfungsprozesses, sondern ist dadurch einzigartig, auch an allen anderen Feiertagen gemessen. Ja, das ist vielleicht mein Anteil an der Schöpfungsgeschichte für heute Abend, aber wir können nachher noch ein bisschen uns untereinander austauschen, auch mit Ihnen. Your turn. Ich finde, Schöpfungsgeschichten sind Friedensgeschichten. Ich kann, wenn ich die Bibel lese, die Schöpfungsgeschichten nur lesen, aktuell vor der ökologischen Krise, in der wir uns ja befinden weltweit. Und wenn ich in der Bibel lese, als Christ, überlege, wie ist das denn alles gemeint, wie hat das alles mal angefangen, gehe ich jetzt ein Kapitel weiter, und zu dem zweiten Schöpfungsbericht, aber nicht zu dem Ganzen, sondern eigentlich nur zu 1,5 Versen. Wenn ich an die ökologische Krise denke, dann ist natürlich für uns als Christinnen und Christen immer auch die Frage natürlich, wie ist es eigentlich um die Beziehung zu Gott bestellt und wer hat die eigentlich geheilt? Wir als Christinnen und Christen sagen, okay, Christus hat die Beziehung nochmal neu geheilt, er hat am Kreuz die Menschen versöhnt. Und für mich ist dieses Wort Beziehung, wenn ich an die Schöpfung denke und sozusagen die ökologische Krise, eigentlich ein Schlüsselwort. Und das steht im zweiten Kapitel der Genesis. Also erst wird wunderschön natürlich der Garten Eden beschrieben und so. Und dann ist es aber so, und Gott, der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen,
die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Das heißt, der Mensch hier im Garten Eden kommt in eine lebendige Beziehung mit der Schöpfung, indem er der Schöpfung Namen gibt. Indem er aufmerksam die Schöpfung betrachtet, was es da so alles gibt. Und in die Beziehung zur Schöpfung tritt, indem er jedem Tier und jeder Pflanze und was das eben einen Namen gibt. Und wir wissen das ja, mit der Namensnennung beginnen eigentlich Beziehungen. Irgendwann, wenn man jemanden trifft, dann will man ziemlich bald wissen, wie derjenige heißt. Man spricht jemandem mit dem Namen an. Und wir wissen natürlich auch aus Jesaja dann, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, spricht Gott zu Israel und sozusagen webt damit die Beziehung in der Namensnennung. Und bei Jesaja 43, um nochmal auf diese Beziehungsgeschichte zu kommen, steht vorweg der Satz, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und ich möchte, wenn ich an Schöpfung und Schöpfungsgeschichten in der Bibel denke, auch einmal von dem Schrecken vor der Leere. Ich möchte da den Horror Vacui, den wir ja immer kennen und der bekannt ist und man möchte die Leerstellen füllen und so, möchte ich mal dieses Bild heranziehen, wie das ist, wenn man eine Heiligkeitserfahrung macht, wenn man dasteht in der Natur. Man geht heute ja raus, wo begegnet den Leuten noch irgendwie Gott, wo machen sie eine Heiligkeitserfahrung? Und ganz oft ist das so, dass sie die Heiligkeitserfahrung in der Natur machen, in der Schöpfung. Das ist für viele Menschen, die auch sozusagen institutionell religiös gar nicht mehr gebunden sind, etwas, wo sie etwas spüren von der Unendlichkeit, eine Heiligkeitserfahrung machen, der sie dann Sprache geben. Und mir selber ist das jetzt in diesem Sommer passiert. Ich bin durch Schweden gewandert und stand dann in dieser stillen Weite Schwedens und dachte nur, boah, gelobt sei Jesus Christus. So, für mich, ja. Weil ich das gesehen habe und diese Heiligkeitserfahrung mitten in der Schöpfung gemacht habe, gleichzeitig aber auch in der Leere. Und diese Leere hat mir sogar Angst bereitet. Und da fiel mir Jesaja ein. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und durch diese Namensnennung ist sozusagen jede und jeder an den Anfang zurückgebunden. Namensnennungen sind sozusagen die ersten Dinge, die der Mensch gemacht hat. Was macht der Mensch zum ersten Mal? Ja, er nennt die Dinge beim Namen. So. Also das finde ich persönlich eine ganz, sind es eineinhalb Verse nur, aber für mich ganz wichtig, weil sie bis heute, glaube ich, anschlussfähig sind an religiöse Erfahrungen. Und den zweiten Text, den ich mitgebracht habe, weil er wieder auf die Beziehung abstellt. Jetzt bin ich einmal sozusagen hinter die erste Geschichte der Bibel gegangen. Jetzt gehe ich sozusagen, wenn man so will, manche sagen, okay, das ist das Kapitel 0 der Bibel. Na, wo steht das aufgeschrieben? Das ist in den Sprüchen Salomos, des weisen Königs, im 8. Kapitel Weisheit und Schöpfung. Und ich lese mal die Verse. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege. Mich, hier spricht also die Weisheit. Ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her. Im Anfang, ehe die Erde war. Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete,
war ich da. Als er den Kreis zog über der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenzen setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl, als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich beständig bei ihm. Und jetzt, ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. Die Weisheit. Bevor alles andere geschaffen war, war sie da und war in einer, so wie manche Ausleger sagen und ich mich da gerne anschließe, in einer spielenden, tanzenden, erotischen Beziehung zu Gott. Also die Frau Weisheit vor Gott spielte und setzte einen kreativen Prozess in Gang. Gott schuf dann alles, was war. Aus sozusagen dem Tohu Wabohu, dem Chaos, wurde Ordnung, das Licht wurde geschaffen, dann Sonne, Mond, Sterne, das, was wir gerade alles gehört haben, geht zurück auf eine Beziehung. Gott, der nach dieser Stelle ausgelegt, sozusagen in einer lebendigen Beziehung war, nicht allein und denkend, was kann man denn jetzt so machen und dann macht man irgendwie die Erde, sondern er befand sich in einer Beziehung zur Weisheit, die ihn sozusagen animiert hat, seine Muse sozusagen, etwas Kreatives zu schaffen. Das zurückgesetzt sozusagen auf die ökologische Krise bedeutet für mich, wenn ich an die Schöpfung denke, wir sind sozusagen, wenn wir vom Anfang her denken, auf eine Kreativität hin geschaffen, uns nach seinem Bilde sozusagen, lasst ihn schaffen uns nach unserem Bilde. Was bedeutet das eigentlich? Ja, immer in einer lebendigen Beziehung zu sein. Und um jetzt den Bogen nochmal zum Neuen Testament zu schaffen, wir kennen alle Römer 8, wo Paulus eben schreibt, nicht nur die Menschen sind sozusagen gequält, wenn man sich umguckt, sondern die ganze Schöpfung harrt auf die Erlösung. Die gesamte Kreatur möchte sozusagen erlöst werden. Und in der christlichen Tradition hat das dann natürlich einer übernommen, Christus. Und im Kolosserbrief wird dann nämlich die Weisheit, die als sozusagen die Frau Weisheit als tanzende, spielende Gefährtin Gottes, natürlich dann auf Christus bezogen und auf Christus sozusagen, bezogen. Jedenfalls steht dann da und ich lese mal die Verse. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das ist Common Sense überall, das ist, kann man überall dann im Neuen Testament auch lesen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und hier kommt der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne der Herrschaft oder Mächte der Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und jetzt wieder sozusagen vor dem Horizont der ökologischen Krise, was bedeutet das uns eigentlich dann, wenn wir als Christinnen und Christen das lesen, als religiöse Menschen und uns den Kreuzestod Jesu vor Augen halten, dann ist eben der Schöpfer vor allem, was geschaffen ist, also sozusagen der Mitschöpfer Christus, ist am Kreuz sozusagen natürlich aus unserer Perspektive für die Versöhnung gestorben, also für die Vergebung der Sünden der Menschen, aber da hängt, überspitzt gesagt, mit Christus
sozusagen die gesamte Schöpfung mit am Kreuz. Das heißt, er nimmt aus dieser Perspektive, es ist nicht nur anthropozentrisch, sondern die gesamte Schöpfung ist gemeint mit der sozusagen Versöhnungstat Christus, der vor allem schon da war, was geschaffen worden ist. Dass also sozusagen Gott hinabsteigt, um zu erdulden, was sozusagen seine gesamte Schöpfung erduldet und damit wieder die Menschen hineinnimmt in das gesamte Schöpfungswerk und ihnen sozusagen einen Platz zuweist, nicht in mildem Abstand, so wie es im ersten Schöpfungsbericht der Genesis steht, am sechsten Tag, sondern hineinnimmt mitten in die Schöpfung und so wie die französische Philosophin Corinne Pelojon, vielleicht kennt ihr jemand, die sagt ja, okay, wir müssen die Aufklärung neu denken und so, nicht nur vom Menschen her, sondern wir müssen auch die gesamte Schöpfung, Pflanzen und Tiere sozusagen in das Parlament der Schöpfung hineinnehmen und über Rechte auch von Tieren, Pflanzen, der gesamten Schöpfung eigentlich sprechen. Das ist sozusagen jetzt für mich aus der Perspektive und vor dem Horizont der ökologischen Krise mal überlegt, die Schöpfungsgeschichten als Friedensgeschichten zu sehen, wie kommen wir Menschen wieder ein Verhältnis, eine friedvolle Beziehung, nicht nur untereinander, zwischen den Völkern, sondern mit der gesamten Schöpfung, die uns umgibt. Aber auch da können wir dann noch sprechen. Soweit erstmal von mir. Ja. Auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich möchte eigentlich innerhalb der Schöpfungsgeschichte mich auf die Vernunftswesen, vor allem auf die Menschen konzentrieren. Hier in Anlehnung auch an die Worte von Andreas Nachammer, in Sure 4, Vers 1, da heißt es im Namen Gottes des barmherzigen Erbarmers, ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem Wesen schuf. Und der daraus sein Gegenüber schuf und der aus beiden viele Männer und Frauen entstehen ließ. Also auch hier ist zu erkennen, dass es gab ein Wesen und von diesem Wesen, Urwesen aus, wurde sowohl der Mann als auch die Frau erschaffen. Also nicht die Frau aus dem Manne, irgendwie diese Abhängigkeit voneinander, sondern die haben den gleichen Ursprung und sie wurden quasi auch so gleichberechtigt aus dem, so wie ich es hier entnehmen kann, auch erschaffen. So kann ich auch der jüdischen Deutung sehr, sehr gut folgen. Ich möchte genau diese Geschichte dieser zwei, von Mann und Frau, mal ein bisschen nachgehen und deswegen habe ich Ihnen heute Sure 2, Verse 30 bis 38 mitgebracht. Werde Ihnen das zuvor mal kurz lesen. Hier heißt es an dieser Stelle, damals, als dein Herr zu den Engeln sprach, siehe, einen Nachfolger will ich einsetzen auf der Erde. Da sprachen sie, willst du jemanden auf ihr einsetzen, der Unheil auf ihr anrichtet und Blut vergießt? So kommen wir eigentlich auch auf das Thema Frieden. Wo wir dir Lobpreis singen und dich heiligen, das sagen die Engel. Er sprach, siehe, ich weiß, was ihr nicht wisst. Und er lehrte Adam alle Namen, dann führte er sie den Engeln vor. Und sprach, tut mir ihren Namen kund, wenn ihr wahrhaftig seid. Sie sprachen, gepriesen seist du. Kein Wissen haben wir, nur das, was du uns lehrtest. Siehe, du bist der Wissende, der Weise. Er sprach, Adam, tu ihnen ihre Namen kund. Als er ihnen ihre Namen kundgetan hatte, sprach er, hab ich's euch nicht gesagt? Siehe, ich kenne das Verborgene der Himmel und der Erde und kenne, was ihr offenbar macht und was ihr verborgen haltet. Damals, als wir zu den Engeln sprachen, fallt vor Adam nieder. Damals, als wir zu den Engeln sprachen, fallt vor Adam nieder.
da fielen alle nieder, außer Iblis, der Satan, der sich voll Hochmut weigerte und einer von den Undankbaren war. Wir sprachen: Adam, bewohne du mit deiner Frau den Garten und esst daraus in reichem Maße, wo immer ihr nur wollt. Doch naht euch diesem Baume nicht. Denn sonst gehört ihr zu den Frevlern. Doch der Satan ließ sie beide an ihm straucheln und trieb sie dann hinaus aus dem, worin sie waren. Wir sprachen: Steigt herab, ihr seid einander Feind. Auf Erden sei euch eine feste Stadt und Lebensgenuss für eine Zeit. Da wurden Adam Worte von seinem Herrn zuteil und er kehrte sich ihm zu. Siehe, er ist es, der sich gnädig zukehrt, der Barmherzige. Wir sprachen: Steigt von ihm herab allesamt. Wenn dann Rechtleitung von mir zu euch kommt, wer dann meiner Leitung folgt, die brauchen keine Furcht zu haben und sollen auch nicht traurig sein. An dieser Stelle, das ist nicht die einzige Stelle, wo über die Geschichte der ersten Menschen, wenn ich das so sagen darf, der Proto-Menschen gesprochen wird. Man merkt, wenn man den Koran liest, da gibt es diese Geschichte aus unterschiedlichen Facetten, Perspektiven. Die gleiche Geschichte wird mehrmals erzählt aus einer wie Kameraperspektive. Einmal von der Richtung und dann auch nochmal auf der anderen Seite. Und so entsteht ein gemeinsames oder Gesamtbild. Und zugleich merken wir, dass Geschichten, auch die Schöpfungsgeschichte, so erzählt wird, dass eine Geschichte zuvor eigentlich angekündigt wird. Also man geht davon aus, die Geschichte wurde schon einmal erzählt. Also so in der Heiligen Schrift zuvor. Deswegen wollte ich diese Stellen nicht sammeln und eigentlich die Schöpfungsgeschichte an sich nochmal hier vortragen, in diesen unterschiedlichen Ebenen, Stufen, sondern wollte auf diese eine Stufe mich konzentrieren und mal darauf die Aufmerksamkeit richten. Hier gibt es auf der einen Seite Adam und Eva und dann gibt es die Engel und dann gibt es den Satan. Man kann sehr viele Fragen stellen, man kann sehr viel Diskussionsstoff da heraus entnehmen. Zum Beispiel eine sehr, sehr begehrte Frage ist, war Satan ehemals ein Engel? Oder jetzt, warum unterscheidet sich Satan von den Engeln? Oder was ist der Unterschied zwischen den Engeln und dem Menschen? Also in Anlehnung an diese und an auch weitere Stellen möchte ich Ihnen da quasi versuchen, ein islamisches, ein koranisches Bild zu zeichnen. Satan war niemals ein Engel gewesen, aber gehörte zu der Gemeinschaft der Engel, zu der himmlischen Gemeinschaft. Warum? Weil, so entnehmen wir das alles, ohne einer ernsthaften Prüfung gestellt zu werden, hätte es auch keinen Grund gegeben, ihn aus dieser Gemeinschaft auszuschließen. Das erste Mal, wo der Satan ernsthaft einer Prüfung gestellt wurde, war, als etwas Neues erschaffen wurde, also was ganz Besonderes, um zu zeigen, also wirft euch vor diesen Proto-Menschen nieder. Das ist eigentlich eher so zu verstehen, würdigt meine Schöpfung, würdigt die Schönheit und die Perfektion der Schöpfung, die ich eigentlich hier vorgelegt habe. Aber das hat dem Satan schwer gefallen, der konnte sich nicht niederwerfen. Die Begründung an einer anderen koranischen Stelle: Ich bin etwas Besonderes, ich bin besser. Also der Mensch ist aus Erde, aus Lehm geschaffen, ich aber wurde aus Feuer erschaffen. Also diese Überheblichkeit hat Satan nicht erlaubt, quasi nach seiner Entscheidung je von dieser Entscheidung eigentlich zurückzutreten. Das ist die eine Seite gewesen. Aber nicht nur der Satan, sondern eigentlich auch diese zwei Menschen, Adam und Eva, wurden einer Prüfung gestellt. Und diese Menschen, die sollten von einem Baume nicht kosten.
Wir wissen nicht, was für ein Baum das war. Ob es wirklich ein Baum war, eine Frucht oder ob es symbolisch für etwas gestanden hat. Man kann sehr vieles darüber reden. Auch ich habe eine Meinung diesbezüglich. Aber belassen wir es mal dabei. Letzten Endes aber werden sie dazu verleitet, doch von diesem einen Baum zu kosten. Sie machen einen Fehler, wenn man so sagen darf. Die Konsequenz ist, dass sie eigentlich sich von dieser himmlischen Ort trennen müssen. Aber wir entnehmen dem Koran, dass sie Reue zeigen. Das sind die zwei Perspektiven. Jetzt komme ich mal zu den Engeln. Also den Engeln und dem Satan und auch allen anderen Himmelwesen wurde eigentlich gesagt, wirft euch nieder vor der Meisterschöpfung. Warum? Die Namen, die die anderen nicht kennen, wurden eigentlich diesen Menschen eigentlich beigebracht. Was kann das alles sein? Das könnte vieles sein, aber ich glaube, das ist eigentlich die Fähigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Die Fähigkeit, etwas zu benennen. Zu sagen, ja, ich mache es oder nein, ich mache es nicht. Diese Freiheit, diese Willensfreiheit, das ist, denke ich mal, das Geschenk Gottes gewesen, die der Mensch bekommen hat. Was eigentlich in diesem Maße die anderen Wesen bis dahin nicht gehabt haben. Also es heißt nach islamischer Tradition, die Engel, die sind perfekte Wesen, aber im Sinne von, sie können nichts Schlimmes machen. Sie können zwischen gut und besser entscheiden. Sie haben auch eine Entscheidungsfähigkeit, aber nicht zwischen schlecht und gut, sondern zwischen gut und besser. Und das macht sie eigentlich quasi doch ein Stück begrenzter. Und in dem Augenblick, wo der Mensch zwischen schlecht und gut entscheiden kann oder schlicht oder schlecht und besser, dann wird dieses Gut und Besser viel wertvoller, qualitativer in der Entscheidung, als wenn man gar nicht die Möglichkeit hatte, das Schlechte zu entscheiden. Also die ersten Menschen, die sind hingefallen, sind auch aufgestanden. Dieses Aufstehen ist genau diese Reue, das macht den Menschen und diese Besonderheit aus. Und ich glaube, das ist was Besonderes, weil wir haben ein ganz schlechtes oder negatives Verhältnis zu Fehlern. Und in dem Augenblick, wo wir dieses Verhältnis aufbauen, neigen wir dazu, Menschen zu verurteilen, in eine Enge zu treiben und sie abzustempeln und ihnen nicht mehr die Möglichkeit zu geben, zurückzukehren, Reue zu zeigen, ihre Fehler zu verbessern. Sei es, wenn es um die Natur geht, wir haben so vieles falsch gemacht. Wir müssten da neu denken, Reue zeigen und sagen, wir fangen nochmal an. Mhm. Auch wenn es um Frieden geht, wir haben so viele Kriege geführt, wir haben so viele Fehler gemacht, aber ich glaube, Menschsein gehört dazu, dass wir neu denken können, dass wir eigentlich die Fähigkeit von Gott geschenkt bekommen haben, dass wir entscheiden können. Und es liegt jetzt in unserer Hand, auch heute, jetzt wenn wir vor dem Problem stehen, Nahostkonflikt, und auch so vieles bis jetzt falsch gemacht haben, dass wir dann sagen können, wir können Hoffnung haben. Wir sind nicht verloren, weil wir so programmiert worden sind. Wir sind so programmiert, weil wir erkennen von Anfang bis Ende, wir können Fehler machen, das ist vorprogrammiert, ist auch nichts Schlimmes, aber wichtig ist, dass wir aus diesen Fehlern lernen können, auf diese Fehler aufbauen können und dadurch was viel Besseres erreichen können. Also dieses alles Übertreffende gut und besser erreichen können. Also deswegen wollte ich Ihnen eigentlich passend zu der aktuellen Situation auch nochmal, um auch nochmal Hoffnung zu spenden, diesen Teil der Schöpfungsgeschichte erzählen und sagen, wir müssen lernen, Mensch zu sein und wir müssen lernen, aus all den Fehlern eigentlich auch jetzt das Richtige zu tun. Dankeschön. Danke euch und Ihnen.